Okay, hier geht's jetzt wieder los mit den Monstern und ihren Stimmen. Die sind über mir, eiern wahrscheinlich gerade auf dem Fundament rum. Ah, die drei Sand nehme ich da jetzt mal raus und packe die beiden Holz da rein, inklusive zwei Steinen. Da warten wir jetzt einen kleinen Moment und dann läuft das gleich wieder. Wenn ich jetzt von hinten angegriffen werde, dann ist es Pech. Irgendwie fühle ich mich im Normalmodus nie sicher. Nicht mal, wenn ich direkt bei mir drin stehe. Sehr interessant. Wollte ich schon immer mal machen hier. Oder mal versuchen. Den Stone Button. Zur Vorsicht craften wir uns mal noch zwei Schalter. Man weiß ja nie. Ach ja, und jetzt habe ich natürlich noch eine Sache vergessen, die ich jetzt allerdings nicht mit habe. Dafür legen wir die Sachen hier jetzt mal ab. 4, 5, 6. Machen das hier. Ja, ihr hört die Stimmen. Machen uns dann die Tür draus. Und diese Tür, nein, die machen wir da jetzt noch nicht hin. Erst zeige ich euch, wie das mit der Geheimtür geht. So. Ihr macht jetzt Folgendes. Ihr nehmt euch Lehm, Matsch, wie auch immer ihr es nennen wollt. Setzt davon zwei Blöcke hier hin. Dann schnappt ihr euch die Bilder. Setzt die direkt davor, ja? So, folgendes. Jetzt haut ihr beides weg. Na, das war so allerdings nicht geplant. Versuchen wir es mal mit Stein. Eins, zwei. So, jetzt funktioniert's. Ja, das war jetzt auch doof. Auf jeden Fall habt ihr da jetzt die Bilder vor einer leeren Wand, vor einem leeren Teil und ihr könnt da jetzt so durchgehen. Und ich werde das jetzt ganz Die dreist Virendatenbank wurde aktualisiert. so machen. Ja, hat funktioniert. So, hier ist jetzt die Tür offen, kann man durchgehen. Wenn man sie allerdings zumacht, kann man nicht durchgehen, ne? Logisch. Jetzt packe ich hier den kleinen Schalter hin. Mache ich jetzt noch nicht wieder zu. Ja, geht auf. Und wieder zu. Also kann ich jetzt hier zumachen. Zack, wieder zu. Und auf, ist klar, ne? Und schon haben wir hier unseren privaten kleinen Geheimraum. Jedenfalls sehe ich jetzt hier noch. Funktioniert das nicht? Nein, funktioniert nicht. Wollte ich jetzt hier noch mit dem Schalter versehen. Ja, das funktioniert auch gut, weil sonst muss ich aufmachen, das ist ja irgendwie unkomfortabel. Und ich habe jetzt nachkommen auch Fackeln, die ich jetzt eigentlich hier anbringe, das reicht völlig. Oh ja. Ich sehe gerade noch eins, habe ich vergessen. Nämlich die Decke. Also auch wenn schon, denn schon. Tack, 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 tack. Zur Not baue ich das auch noch aus. Nee, oder? Ach, schade. Ja, das funktioniert nicht. Hauen wir erstmal. Nein, die vier Eisen lassen wir noch. Sondern zwei Kabels. Während das hier brennt,
Setzen wir hier den Dreck rein, den wir nicht mehr brauchen. Habe ich hier irgendwo noch Stein, das ich nicht mehr brauche? Da war die Holztruhe und nur noch gar keine Truhe. Hier habe ich noch 64 Stein. So, jetzt craften wir uns noch ein Eimer, wollte ich sagen. Aber das werden wir jetzt nicht tun. Nicht wahr? Na. Ach ja. Eins, zwei. Okay. So, das ist der Eimer. Den wollte ich mir noch craften. Dann setzen wir das hier rein. Draußen ist wieder Tag, aber da oben ist so ein verdrecktes. Na gut. Save quit to title. Und direkt wieder rein. Da oben ist noch eine Spinne, ich weiß es. Zur Not nehme ich mal mein, na, neues Schwert. Und das hier auch. Creepy. Heilige, das war jetzt mal ein Creeper-Fail. Oh nein. Ich raste. Der hat den Cave aufgesprengt. So eine verhurte Scheiße. Ich habe echt selten so einen Scheißdreck gesehen. Ah. Da oben brennt's. Wo ist Skeletti? Jetzt habe ich hier natürlich einen Wasserfall, geebnet durch Creeper-Attack. Na toll. Da ist noch Spinny. Ich glaube, das tue ich jetzt auch mal. Spinne. Na, abgefackelt. Lustig. Na komm. Oh. Jetzt ist er tot. Tja. Tut mir jetzt irgendwie leid. Nicht. So. Bauen wir mal weiter in unserem Turm. Nach dieser creepigen Erfahrung. Ja, Penis-Creeper sind hier einfach meine Lieblingsviecher. Einmal mit der neuen Textur, die ich hier eingefügt habe, sind sie ja noch richtig niedlich. Und zum anderen ist es einfach eine lustige Idee. Es erinnert mich irgendwie immer an mein erstes Computerspiel. Lemminge. Lemmings. Die irgendwie immer einen Hang hatten, sich selbst in die Luft zu jagen. Okay, meistens durch meinen direkten oder indirekten Befehl, aber irgendwie sind sie immer gestorben. Von daher erinnert mich dieser Penis-Creepy hier an Lemming. Das brennt da oben noch. Na toll, jetzt bin ich runtergegangen. Wie doof. Und weiter platziert. Ich weiß, wo ich noch viel Stein habe. Bei der anderen Base. Und ich denke, da werde ich jetzt gleich auch die Nacht verbringen, oder? Wo habe ich mehr zu tun? Kommt drauf an. Naja. So. Keine Steine mehr.
Das ist doof, aber wahr. Also, was mache ich? Laufe ich zu anderen? Ich laufe zur anderen Base. Und es waren ja vielleicht schon mal ein paar lustige Momente. Ist der abgefackelt? Das Skelett ist abgefackelt, so wie ich das sehe. Ja, das da vorne brauche ich auch, Schwein. Also nicht Glück, sondern Schweinefleisch. Ach, da oben brennt es noch. Da ist noch mein Sandtürmchen. Schwein. Huhu. So, Schwein tot. Kühe sind auch nicht schlecht. Kühe brauche ich auch. Je eher ich das Leder bekomme, desto eher kann ich auf Jagd gehen. Juhu, zwei Leder. Ich weiß, es ist ein bisschen unlogisch, dass aus Kuh direkt Leder rauskommt, aber ich meine, wie soll man einen Gerbeprozess bei Minecraft darstellen? Juhu, nochmal. Täusche ich mich oder wird schon langsam dunkel? Naja, egal, fackeln wir noch ein bisschen was ab. So, Axt. Ja. Genau. Fackeln wir uns erstmal selbst ab. Und hier töten wir... Ach, verdammt. Ich neige dazu, mich selbst umzubringen, ich weiß. Aber ich bin gerade hinter Kühen her. Stirb. Oh, das ist gefährlich. Naja. Unter Einsatz meines Lebens hole ich mir das Leder. Ja, da unten warten immer gerne Creeper. Oh, das ist doch klasse. Da sind schon wieder eine Kuh und schon wieder Schweine. Mehr Fleisch bitte. Und mehr Leder. Ja, und ich muss die Aufnahme mal kurz anhalten.